Sag mal Entgiftung. Deine Erfahrung jetzt mit der Entgiftung quasi. Ja. Was du als Entgiftung bezeichnest. Herzlich willkommen. Ich habe heute einen Daniel bei mir und freue mich ganz besonders drauf. Ich wurde nämlich durch einen Zuschauer angeregt, mit dir mal ein Video zu machen, weil er es interessant fand, den Meinungsaustausch zwischen uns mal zu hören und diese Diskussion. Und da hatte ich dich eben mal angeschrieben. Also vielleicht magst du dich mal kurz selber vorstellen, ja, was du so machst, wo du herkommst, was deine Hintergründe sind. Genau. Und wir, Entschuldigung, wir hatten uns eben das Thema, ja, natürliche Ernährung heute ausgesucht, wo wir heute ein bisschen mal drüber reden wollten, was wir da für Ansätze haben und mal schauen, auf was für einen Konsens wir dann kommen oder in welche Richtung das dann geht. Ich denke, das könnte ganz interessant werden für jeden. Ja. Genau, also erstmal freue ich mich natürlich, dass du mich angeschrieben und angefragt hast auch und dass auch andere Leute dafür sich interessieren, wie halt völlig unterschiedliche Menschen vielleicht, ne, weiß man ja noch nicht, aber vielleicht miteinander reden und so weiter und dass man eben, also ich freue mich immer, wenn ich mit irgendwelchen Leuten auch diskutieren kann und so, um einfach mal zu gucken. Ich selber habe ja auch den YouTube-Kanal, der sich mehr in die Richtung halt, ja, Ernährung in allen Bereichen, aber mehr Richtung Low Carb oder Ketogen bewegt, aber eben auch Sport und solche Dinge, weil ich mich persönlich dafür auch einfach interessiere und halt ja, in verschiedenen Richtungen auch unterwegs bin und generell das Thema Ernährung auch so sehe, dass es halt für viele Menschen viel zu kompliziert gemacht wird teilweise, als es eigentlich wirklich ist. Und das ist ja dann eben auch eine gute Basis hier bei uns heute, dass wir darüber diskutieren. Ja, finde ich schön, dass du sagst, weil das ist eben auch mein Punkt. Ich denke, Essen, das ist nichts allzu Kompliziertes. Wir haben das sehr zerdacht. Und ich finde da immer wieder deine Ansätze auch ganz schön, wenn ich da mal ja, das ein oder andere angeschaut hatte. Genau. Und du kannst ja mal beginnen, in welche Richtung das jetzt eben bei dir geht, jetzt speziell auf der Ernährung. Du machst ja viel Sport und dementsprechend hast du da ja auch viel rumexperimentiert. Und was für dich so die Basis von einer natürlichen Ernährung ist, wie du dich jetzt aktuell und auch in den letzten Jahren eben ernährt hast. Und was so, wenn du so einen Grundsatz vielleicht rauskristallisieren würdest, ja, wohin eine natürliche, artgerechte Ernährung für dich geht, bei einem Menschen auf einen Menschen bezogen. Genau. Also ich finde, wenn man es jetzt zusammenfassen würde, wäre das so das Wort zielgerichtete Ernährung eher. Weil ich finde, dass dieses Wort natürliche Ernährung, da implizieren wir natürlich immer drauf, was haben unsere Vorfahren gegessen, was ist natürlich, was kommt in der Natur vor und so weiter. Ich denke, wir müssen aber auch im Kopf behalten, dass zum einen die natürliche Ernährung, die es damals gab, sowas von unterschiedlich war, dass wir überhaupt nicht sagen können, was ist jetzt die eine ursprüngliche Ernährung. Das heißt, es gibt eben die Völker, die Naturvölker, die sich nur Fleisch, Sibirien, auch Naturvölker, die sich eben hauptsächlich mit Kohlenhydraten ernähren. Also es gibt so eine unterschiedliche Bandbreite, dass alleine zu sagen, eine bestimmte Ernährungsweise ist natürlich oder ähnliches, sehr, sehr schwierig ist. Und das Zweite, was wir beachten müssen, ist, dass eine natürliche Ernährung, so wie unsere Vorfahren das gemacht haben, vielleicht gar nicht das Optimum sein muss. Das heißt, wir versuchen etwas nachzumachen, was die gemacht haben damals, was aber vielleicht nicht optimal war. Also vielleicht waren eine bestimmte Mangelernährung dort an der Tagesordnung. Der Körper hat sich ganz anders entwickelt. Und heutzutage haben wir auch ganz andere Anforderungen und Ziele als die Menschen damals. Die Menschen damals haben nicht dran gedacht, irgendwie einen Marathon zu gewinnen oder ähnliches. Die wollten einfach nur überleben. Und das war eben der Punkt damals. Wenn wir heute aber vielleicht versuchen wollen, mit der Ernährung Krankheiten zu bekämpfen oder Leistung zu generieren oder ähnliches, dann haben wir ganz andere Maßstäbe. Und deshalb sage ich, dass die ursprüngliche Ernährung quasi, wie wir sie vielleicht heute definieren, nicht das Entscheidende ist, sondern dass wir gucken sollten, welche Ernährung ist für unser persönliches Ziel in diesem Moment vielleicht das Optimale, was wir eben auch an Studien oder so haben. So würde ich das sagen. Ja, das ist, finde ich, auch ein ganz schöner Ansatz, weil das ist auch wieder, da wird oft nämlich ein so ein Punkt draufgegriffen, weil du ja auch mal ein Video eben über die Altersangaben von Naturvölkern gemacht hast. Und dann wird immer wieder
das heißt jetzt auch gesagt, was Fleischessen angeht oder vegetarisch, dass die Maasai rausgezogen werden oder die Inuits und dann, ja, dann eben gesagt wird, ja, die haben aber, weil sie Fleisch essen, eine höhere Lebenserwartung. Bei den anderen wird gesagt, weil sie Kohlenhydrate essen, haben sie eine höhere Lebenserwartung. Und da wird dann oft nur so ein Punkt rausgezogen. Und ich finde, was jetzt zum Beispiel auch die Naturvölker angeht, was man klar schon mal sehen kann, ist klar, die Krankheiten sind einfach weniger. Viele Krankheiten sind halt einfach durch unseren Lebensstil erzeugt, selber erzeugt. Und man sieht, wenn man schon dahin geht, dass man sich mehr bewegt, was ja heutzutage komplett wegfällt und frische Luft hat und dann einfach natürlicher ist, weil ich finde, das ist ja schon mal der erste Schritt, dass man diese ganzen verarbeiteten Sachen weglässt, ne? Welche Lebensmittel man dann ja isst, ist ja mal ein Punkt, welche natürlichen Sachen man sich raussucht, aber dass man erstmal sich natürliche Sachen raussucht, weil unser Körper ist ja im Grunde schon darauf ausgelegt und optimiert, wie es in der Natur vorgekommen ist. Und natürlich, je nachdem, wo ich gelebt habe oder in welchen Bedingungen, welche Situationen, Krieg, was weiß ich, je nachdem hatte ich ja auch nicht Zugang zu gewissen Sachen. Und dann konnte ich meinen Körper auch nicht optimal mit natürlichen Sachen versorgen. Aber ich denke mal, man sieht ja schon, dass eine natürliche Ernährung immer ja vorteilhaft ist. Und was da dann das Optimum ist in der Natur, ja, das gilt es eben dann auch rauszufinden und je nachdem auch von den Ansprüchen her. Genau. Genau, also es ist leider immer ein Vergessen. So, das macht das Volk, aber es wäre doch eigentlich völlig intelligenter, sich eine Liste zu machen. Was macht das Volk, was macht das Volk, was macht das Volk? Zu vergleichen mit unserer Welt heutzutage, wie wir leben, und dann zu gucken, was machen die denn alle nicht, was wir machen. Ne? Zum Ja. Beispiel, sie bewegen sich halt deutlich mehr, alle Ja. von denen, die rauchen zum Beispiel nicht oder sie leben halt extrem entspannt, solche Dinge, Ja. sie haben den Stress nicht, den wir heutzutage haben. Alle diese Dinge, die diese Völker dann gemeinsam haben, die gehen dann aber völlig unter. Und es wird dann eben nicht geschaut, was sind vielleicht die Gemeinsamkeiten, wo wir was für uns rausziehen können und umsetzen können, als dann eben zu gucken, messen sie. Denn der Körper ist extrem anpassbar, was die Ernährung auch betrifft. Ja. Wenn man es natürlich jetzt auch so mit natürlichen Nahrungsmitteln macht, wie du eben auch sagst, dass wir eben darauf achten, dass die nicht extrem stark verarbeitet sind und wir da eben auch nicht mit den Kalorien übertreiben, weil das haben alle diese Völker eben gemeinsam. Und das ist dann für mich eben auch der Schlüssel zum Erfolg, wenn wir uns heutzutage so ernähren sollten. Ja, genau. Wie schaut denn es dann aktuell bei dir jetzt aus? Wie achtest denn du auf die Natürlichkeit da explizit? Isst du auch ja verarbeitete Sachen oder Produkte? Ja, wenn Also du. ich esse auch definitiv verarbeitete Sachen. Also ich habe zum Beispiel, wenn man jetzt beim Käse schon anfängt zu sagen, das ist verarbeitet, das ist irgendwie fermentiert oder so, Ja. Käse habe ich zum Beispiel drin oder auch mal eine Wurst, Salami oder ähnliches. Wobei ich dann eben auch sagen muss, okay, da ist jetzt nichts irgendwie großartig anders drin als, ja, als in einem ganz normalen Steak oder ähnliches jetzt. Dass es halt nur anders verarbeitet ist. Wenn man sich anguckt, wie es gemacht wird, es wird halt gekattert dann, es werden halt noch Gewürze hinzugegeben, eben Salz und so weiter. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wie bei einem Weißbrot oder ähnliches oder bei Gummibärchen, nehmen wir Gummibärchen, dass da überhaupt gar keine Nährstoffe mehr drin sind, gar nichts mehr eigentlich drin ist. Und das ist dann für mich schon ein Unterschied. Wobei ich aber auch darauf achte, dass ich so mindestens 70, 80% wirklich komplette Nahrungsmittel auch vor mir liegen habe, die ich dann Ja. eben auch mit dem Fahrrad fahre ich dann eben zum Hühnermobil, hole mir die Eier dann direkt von da, wo die draußen eine Milchtankstelle zum Beispiel, wo ich das direkt abzapfen kann, solche Dinge. Das mache ich dann eigentlich schon, dass ich meine Base, meine Grundlage wirklich mit solchen natürlichen, unverarbeiteten Sachen habe, aber obendrauf eben auch sage, okay, du hast heute extrem viel Sport gemacht und so, wenn du jetzt mal die Salami isst, dann das wird keinen großen Unterschied machen. Aber ja, wie siehst du es dann mit, ja, was für Produkte holst du dir dann an tierischen Produkten zum Beispiel auch? Weil da sehe ich halt auch immer den Punkt, wenn man sich Naturvölker anschaut, dann essen die halt wirklich
natürliches Fleisch, ne? Das ist halt nicht, ja, wie wenn du dir jetzt, ich weiß ja nicht, ob du dir dann vom Jäger was holst, weil das ist ja, finde ich, für mich auch nochmal was anderes. Jetzt rein von der körperlichen Gesundheit her, auch jetzt, wenn man mal sieht, wie das Fleisch einfach erzeugt wird, sei es Antibiotika, die Sachen, die drin sind, beziehungsweise einfach jetzt ganz physisch diese, ja, Stresshormone und die ganzen Hormone, die ausgeschüttet werden, und das geht ja auch in das Fleisch, das verpufft ja nicht einfach, das ist ja, das Fleisch schmeckt ja dementsprechend auch anders. Bei gewissen Tieren merkt man das ja auch noch, bei Hirschen oder was, wenn die in der Brunst sind und so, das schmeckt ja alles anders, das Fleisch dann. Genau. Also man merkt definitiv Unterschiede, wenn man sich jetzt Hackfleisch günstiges irgendwo im Supermarkt kauft und Hackfleisch wirklich vom Biohof kauft. Ja. Also man merkt den Unterschied deutlich im Fleisch, ob es jetzt an den Stresshormonen oder an der Fütterung liegt und so. Das sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, ich achte schon wirklich darauf, dass meine Basis, was zum Beispiel solche Sachen betrifft wie Eier, Milch oder auch Innereien, ich esse viele Innereien, dann eben auch Leber, Knochenbrühe mit Knochen, mit Ja. Markknochen mache ich mir, Hühnerherz. Und so alles Sachen, die extrem nährstoffreich sind vom Tier und die ich dann aber auch persönlich, wo ich sage, okay, da möchte ich das doch lieber auch von einem ordentlichen Biohof haben, wo die Tiere wirklich draußen auf der Weide stehen und auch selbst geschlachtet werden und so, weil man eben auch weiß, dass diese Sachen auch nicht viel teurer sind. Ja, also gerade Leber, Innereien, Knochen, Eier, Milch, das ist nicht teurer als im Supermarkt großartig dann in dieser Qualität. Ja. Das heißt, hier kann man sich eine Grundlage schaffen, wo man wirklich die nährstoffreichen und ordentlichen Lebensmittel dann hat von dem Biohof. Wenn man sich natürlich jetzt anguckt und man möchte jeden Tag irgendwie Putenbrust essen, dann zahlt man schon mal irgendwie 15 Euro für so eine Putenbrust, wenn man das in Bioqualität kaufen müsste. Dann sage ich aber auch, okay, dann verzichte ich lieber drauf auf solche Sachen, anstatt dass ich mir dann das günstige Zeug aus dem Supermarkt hole. Ja. Genau, also das heißt aber jetzt auch nicht, dass ich wirklich alles in Bioqualität kaufe, weil dafür reicht das Geld dann im Endeffekt auch nicht. Aber auch solche Sachen wie Hackfleisch und so sind relativ günstig. Aber wenn es dann jetzt nach einem Steak geht, dann ist es dann doch eher das Bio-Steak aus dem Supermarkt, was jetzt auch nicht, was halt nur den Standards entsprechen muss und nicht direkt vom Hof kommt, Ja. unbedingt. Aber dann muss ich eben auch so einen kleinen Kompromiss finden für mich, weil es dann eben auch nicht alles unbedingt machbar ist. Und wie ist das, weil das wäre, bei mir auf dem Kanal sind ja eher so diese, ja, die Veganer dann unterwegs wahrscheinlich, ja. Obwohl ich auch Ja. viele habe, ne, die, ja, die auch von Allesesser kommen, aber die merken halt dann schon auch, wenn sie halt umstellen, dass halt das Energielevel beziehungsweise auch diese, ja, die Lebensfreude und so weiter immer mehr hochgeht, ne? Mich würde es mal interessieren, ob du da schon mal was in die Richtung dann ausprobiert hast oder auch über mehrere Wochen, ja, Monate, je nachdem. Genau. So lange nicht, also schon mal ein paar Tage oder so, auf jeden Fall, auch gerade zu meiner Studentenzeit damals. Da gab es eben auch einen großen Fruchtteller oder was weiß ich nicht was. Da gab es auch keine fettigen Sachen, wie ich sie heute esse, weil ich halt immer noch in der Sache drin war. Kohlenhydrate sind gut, Nudeln ohne Ende und hier und da. Ja. Da war Fleisch und so schon relativ wenig, weil es auch eine Geldfrage war damals. Ich muss aber sagen, dass ich denke, dass es den Leuten halt immer besser geht dann. Ist genau der Grund, weil sie diese ganzen stark verarbeiteten Lebensmittel vor allen Dingen rauslassen. Heißt, keine Süßigkeiten mehr, wo der Blutzuckerspiegel extrem in die Höhe steigt und du danach halt in so ein Loch fällst. Dann bist du aufgebläht durch die Süßigkeiten oder die verarbeiteten Sachen, die du dann isst, irgendwie Kuchen oder sonst was. Du hast damit extrem lange auch zu kämpfen mit der Verdauung, weil da so viele Zusatzstoffe auch noch drin sind, die eben auch die Verdauung verlangsamen und so. Da sieht man zum Beispiel, es gab bei diesen chinesischen Nudeln, die kennst du ja auch, diese getrockneten, ne? Ja. Hat man mal Videos vom Darm gezeigt, dass die überhaupt nicht großartig verarbeitet werden dort, weil die halt so vollgepumpt sind mit Zeug. Und im Gegensatz zu frischen Nudeln, die einfach dann zu einem Brei werden. Und Ja. diese Fertignudeln halt überhaupt nicht. Und das ist dann eben eine Sache, die bei den Veganern funktioniert, weil die die Sachen rauslassen, aber eben auch bei meinen Leuten jetzt Low Carb, Ketogen oder nur Fleisch genauso funktioniert, weil eben diese gemeinsame Basis dann rausgelassen wird, die beide eben haben. Oder diese schlechte Basis, die sie vorher hatten, Ja, sag ich mal. das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Punkt, wo du ansprichst. Also das ist sowieso, ja, wenn man dann erstmal
in zum Beispiel auch eine Rohkostrichtung und so weiter geht, einfach dieses ganze das ganze Verarbeitete wegzulassen, das ist natürlich ein Riesenschritt. Und dadurch fühlt man sich natürlich auch besser. Aber was auch zum Beispiel den Zucker angeht, ich denke auch einmal sind viele Früchte und so weiter überzüchtet, aber man sieht auch genau, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Dr. Robert Morse kennst, das ist ein amerikanischer Arzt, er macht es zum Beispiel so, der hat mit Früchten komplett auch Leute, die Krebs haben, die Diabetes haben, geheilt. Der hatte Leute, die einfach von der Schulmedizin teilweise schon ja aufgegeben wurden, Tage oder Stunden gegeben haben. Ich hatte nämlich neulich erst ein Video drüber gemacht. Er hat nämlich ein Buch, ja, Detox Miracle Source Book hat er es genannt. Und er hat jetzt seit 40 Jahren, also seit 40 Jahren Leute so behandelt mit Fruchtsaftfasten größtenteils oder Früchtefasten und gleichzeitig Wildkräuter, Tinkturen. Und der hat zum Beispiel bei, ja gut, Diabetes, das geht sowieso leicht weg, geht vielleicht sogar mit einer Fleischernährung weg. Aber Diabetes Typ 2, in 3 bis 8 Wochen braucht keiner mehr Insulin. Genauso bei Krebs ist der Krebs von 100 Leuten, die zu ihm in die Klinik kommen, bei 80 Leuten ist dann der Krebs komplett, ja, weg, danach eliminiert halt. Und er sieht halt immer auch, wenn du die Ernährung umstellst, zum Beispiel in die Rohkostrichtung auch, und dann mit Früchten, weil er die am energetischsten sieht. Und er hat selbst, die Leute haben das selbst mit Supermarktfrüchten geschafft, dass die dann solche Sachen wie ein Krebs wieder, ja, regeneriert haben und danach noch Jahre weiterleben, wenn sie halt dabei bleiben, genau. Also was man aber hier beachten sollte, gerade bei solchen Leuten mit solchen Versprechungen, finde ich auch immer sehr schwierig, weil die Mechanismen dahinter, die dann passieren können, ne, die sind eigentlich auch wissenschaftlich belegt. Das bedeutet, die Leute machen zum Beispiel in größten Teilen dann eben auch eine Kalorienrestriktion. Die nehmen extrem viel Körpergewicht ab. Das bedeutet, die kriegen halt weniger Energie rein, was dann eventuell auch den Tumorwachstum verlangsamen würde. Was natürlich auch für Diabetes gut ist, wenn ich abnehme, dann kann ich das eben auch umkehren, wieder insulinsensitiver werden. Es ist aber schwierig zu sagen, es liegt nur an dieser Ernährung, nur an diesen Saftfasten, denn ich kann das genauso gut dann eben auch mit einer anderen ordentlichen Ernährung erreichen. Und ob dann eben auch auf lange Sicht, wenn die Leute das dann machen, ob dann eben auch alle Nährstoffe zum Beispiel gedeckt sind und so weiter, das würde ich erstmal bezweifeln. Und ich bin bei solchen Leuten immer relativ skeptisch, weil du halt nicht wirklich genau nachvollziehen kannst, ob seine Zahl jetzt stimmt, diese 80%. Ja, erzählt er dir vielleicht von den anderen 50 Leuten einfach überhaupt nicht. Das sind ja alles nur Sachen, er verdient ja schließlich Geld damit. Und das sind natürlich alles Sachen, die man einfach so glaubt, ohne dass man da irgendwie was nachweisen kann, ne? Und deshalb bin ich dann schon eher der Typ, der sagt, bevor ich solchen Leuten glaube, möchte ich zumindest irgendwie was haben, eine Studie, Zahlen oder sonstiges, wo das irgendwie nachvollziehbar ist. Weil uns hat leider die Geschichte auch gelehrt, dass es viele Leute eben gibt, die dann sowas gemacht haben und dann verurteilt werden oder so, weil viele Leute gestorben sind. Und das dann eben nicht stimmte, dass 80% geheilt werden oder sowas. Gibt es leider zu oft in der alternativen Szene dann eben auch. Und deshalb bin ich bei solchen Aussagen immer extrem vorsichtig. Ich überlege dann, okay, das kann natürlich passieren, wenn du dann Kalorien restriktierst und so weiter. Aber ich bin doch sehr vorsichtig, ob das bei der Menge dann eben funktioniert. Und du wirst eben, wie du bei mir auf dem Kanal wahrscheinlich schon gesehen hast, bei anderen Leuten, die viel versprechen, Parasitenkur oder ähnliches, die Sachen, die negativ, die Sachen, wo die Leute etwas Negatives schreiben, sie hatten Blähungen, sie hatten Blut im Stuhl oder ähnliches, das wirst du nirgendwo sehen. Und das ist eben dann ein ziemlich großes Problem, wenn man dann eben nur die positiven Sachen sieht, ne? Ja, finde ich echt interessant, was du sagst. Und ich gehe da total mit dir, dass man eben einfach was nicht blind glauben soll. Und jetzt auch eben beim Morse, das ist auch eben deswegen was ich immer dazu sage. Es bringt dir ja nichts, aber das muss man dann, denke ich, auf beides eben anwenden. Also nicht nur bei ihm, weil eine Studie, das sind ja auch nur Zahlen, die dastehen. Man weiß ja genauso bei einer Studie nicht, das macht dich kein Deut klüger, eine Studie, weil eine Studie, das sind einfach nur Zahlen, die da stehen.
wer die aufgeschrieben hat, wie der die aufgeschrieben hat, warum er die aufgeschrieben hat, das weiß man nicht. Und für dich ist es ja erstmal nur eine Information am Anfang, aber es ist eine nette Geschichte und du weißt nicht, ob sie stimmt, ne? Vielleicht, ja, stimmt es halt Also, auch nicht. ja, Das ist eben der Punkt. es ist zumindest ein besserer Anhaltspunkt, weil es nach bestimmten Kriterien auch gemacht wird, um als jemand einfach blind zu glauben, meiner Meinung nach. Ein Ja, weiterer ja. Punkt, den du bei den Studien eben hast, wenn es mehrere Studien dazu gibt, dass du die halt miteinander vergleichen kannst. Du kannst gucken, ist das schlüssig, was in der einen Studie steht? Wird das bestätigt bei anderen zum Beispiel? Es gibt ja meistens zu einem Thema nicht nur eine Studie. Ja. Das Krebswachstum oder ähnliches, ne? Ja. Und so kann man eben, so sehe ich das immer, dass eine Studie, die ist nur ein kleines Puzzleteil quasi zu einem großen gesamten Bild. Und Ja. man muss eben das große gesamte Bild betrachten, anstatt immer nur dieses eine kleine Puzzleteil. Weil sonst verliert man sich natürlich in solchen falschen Aussagen auch, klar. Ja, das denke ich natürlich auch. Aber man weiß ja, wie gesagt, auch trotzdem nicht. Ey, wer gibt überhaupt im Allgemeinen, wer gibt Studien in Auftrag, selbst wenn es mehrere Studien gibt, die Studien, die in Auftrag gegeben werden, das ist ja auch immer nur, meistens geht es darum, irgendwelche isolierten Stoffe rauszufinden oder auf irgendeinen Stoff hinauszukommen, weil es lässt sich ja auch kein Geld mit einem Apfel verdienen oder mit einem Stück Fleisch, ist ja egal. Aber mit was Natürlichem, das lässt sich nicht so gut vermarkten, das kannst du nicht patentieren, das kannst du nicht, ja, kannst du nicht so gut zu Geld machen. Das ist halt auch immer der Punkt. Und wer macht eine Studie zum Beispiel über Fasten? Gibt's, ja, die kommen dann auch nicht so in die Öffentlichkeit einfach. Natürlich gibt es da Studien, aber da hat keiner Interesse dran, die zu veröffentlichen. Genauso bei der Milch, was man sehen kann. Da hatte zum Beispiel Rüdiger Dahlke das mal erzählt. Er hatte sonst immer die Bücher veröffentlicht und als er dann, Peace Food hat das genannt, das Buch, wo er eben auch über die Milch gesprochen hat und wie das bei ihm ausschaut, was er da für gesundheitliche Vorteile gesehen hat. Und da wurde er nie eingeladen von irgendeinem Mediencenter und wurde total runtergedrückt. Und da kann man eben auch sehen, wo die Lobby da ist und wo das Interesse da ist, was da eben vermittelt wird. Und am Ende bleiben es trotzdem immer nur Zahlen, die da stehen. Und auch wenn es irgendwie fünf verschiedene Studien sind, die können auch gelogen sein. Deshalb finde ich es immer schön, auf die Erfahrung zu schauen und was ich selber erfahren habe. Weil ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn mir jemand erzählt, ey, eine Orange, das schmeckt so ein bisschen wie eine Apfel und eine Birne gekreuzt, ne? Ich möchte ja wissen, ich kann jetzt beschreiben, wie eine Orange und so weiter schmeckt, aber ja, um zu wissen, wie es ist, muss ich sie erfahren selber. Und ich finde das einen viel interessanteren Punkt, wirklich zu erfahren, wie der Körper dann funktioniert und es selber wieder zu spüren, weil dann braucht es mir keiner mehr zu sagen, was richtig ist oder falsch. Weil das ist nämlich auch das, was ich in den letzten Jahren selber die Erfahrungen gemacht habe. Mittlerweile spüre ich meinen Körper immer mehr und ich spüre genau, wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht ist. Und wenn ich zum Beispiel zu viel süße Früchte esse, dann habe ich immer Lust auf fettig oder was Grünes, dass das wieder ausgleicht, weil das ist einfach nicht, viele Früchte sind total übersüßt und überzüchtet und völlig aus dem Gleichgewicht. Und da merke ich dann genau, was mir mein Körper sagt und wie ich mich besser fühle. Und ich finde, das ist ja viel ausschlaggebender als diese Studien dann auch, weil man spürt es am Ende und ja, der Körper regeneriert sich immer mehr. Ja. Ja, das Problem ist natürlich auch, aber trotzdem, dass es dann nach hinten losgehen kann. Wenn er jetzt, natürlich fühlst du dich besser, wie gesagt, da gibt es ja die Grundlagen dafür. Aber es gab zum Beispiel mal eine Studie, die werden auch meistens von Krebsinstituten oder so oder eben Krankenhäusern dann in Auftrag gegeben, wo jetzt auch nicht unbedingt ein Pharmaunternehmen hintersteckt. Also die Auftraggeber, natürlich gibt es Lobby, sehr viel, gerade wenn man sich jetzt Eier und so anguckt. Ich finde, da muss man aber auch ein bisschen verstehen, dass dadurch, dass Eier immer so, ja, gerade auch in den 80er Jahren und so negativ dargestellt worden sind, weil jetzt eben Cholesterin enthalten ist, muss man natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, dass die natürlich dann auch Studien in Auftrag gibt, die das dann eben widerlegen sollen quasi oder zeigen sollen, dass es eben nicht so ist. Weil wenn einfach so viele Leute das behaupten und das dann Konsens ist, ohne dass dafür ein Beweis vorliegt, es wurde ja einfach behauptet quasi, dann ist natürlich klar, dass die Leute dann auch was machen. Aber zu einer Studie zum Beispiel, wo gezeigt wurde, dass
Und das sind dann eben solche Studien, wenn die randomisiert sind, klinisch gemacht worden sind, wo dann Leuten Antioxidantien gegeben werden, Vitamin C. Und die sehen einfach, dass viel mehr Leute sterben auf einmal in der Krebstherapie, weil die eben Antioxidantien bekommen haben und die denen die Studie sogar abbrechen mussten, dann ist das auch schon ein guter Hinweis darauf, dass jetzt vielleicht nicht für jeden Krebspatienten oder bei jedem Krebs eben so eine Therapie mit vielen grünen Sachen und hochdosiert Vitamin C, gibt es ja auch sehr viel in der alternativen Szene, solche Dinge, dass das ziemlich schnell nach hinten losgehen kann. Und wenn du das jetzt ausprobierst und du hast jetzt Krebs und du sagst, ich mache jetzt Vitamin C hochdosiert, weil irgendeiner das gesagt hat, und du stirbst daran, dann kannst du deine Erfahrung eben nicht weitergeben. Oder viele Leute geben ihre Erfahrung nicht weiter, weil die Erfahrungen negativ gewesen sind. Das muss man ja auch sehen. Die schämen sich vielleicht dafür, weil sie diese negativen Erfahrungen gemacht haben, weil sie was falsch gemacht haben, weil sie was Komisches geglaubt haben. Ja. Und meistens bekommst du eben auch hier nur die positiven Sachen mit. Ja, und ich weiß nicht, inwieweit du da jetzt wirklich auch schon extreme Krankheiten oder sowas hattest. Nee, ich hatte es sehr... Nee, also du verstehst, was ich damit sagen möchte, dass es eben auch sehr schwierig ist, mit den Erfahrungen dann umzugehen, wenn man dann eben trotzdem auch weiß, dass es auch andersrum sein kann. Ne? Ja. Ja, das finde ich auch, es ist ein wichtiger Punkt. Ja, warum passieren gewisse Dinge, das muss man schon verstehen. Also bei mir ist es auch, ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit diesem Entgiftungsprozess vom Körper beschäftigt hast. Ein Punkt, den ich noch einschieben wollte, ich gehe jetzt nämlich auch nicht zu irgendwelchen sowas wie hochdosierte Sachen und Antioxidantien und so weiter, da irgendwelche hochdosierten oder isolierten Stoffe, davon halte ich eben auch gar nichts. Also ich habe immer diese Grundregel, dass man dahin geht, immer unverarbeiteter zu essen, also wirklich schaut immer natürlicher, und ich halte auch solche hochdosierten Sachen für sehr unnatürlich und auf Dauer. Das war ja nur ein Beispiel jetzt. Genau, auch, dass man eben auch was falsch machen kann. Ja. Definitiv. Sag mal Entgiftung. Deine Erfahrung jetzt mit der Entgiftung quasi. Ja. Was du als Entgiftung bezeichnest. Genau. Also, weiß nicht, ob du Arnold Ehre zum Beispiel kennst, aber es ist ja im Grunde, er hat es jetzt als Schleim bezeichnet, aber alles, was wir ja mal zu uns genommen haben, für mich ist das ein viel tiefgreifenderer Prozess, und man sieht ja auch, dass solche Krankheiten, die früher Alterskrankheiten waren, wie Diabetes und so weiter, mittlerweile ja bei Kindern auftritt, und Fettleibigkeit bei Kindern natürlich dann eben auch mit der Bewegung und der ganzen nicht artgerechten Lebensweise. Aber das summiert sich eben. Und jetzt über die Generationen, ich meine, nach dem Krieg hat es mit den ganzen Spritzmitteln und diesen ganzen hochverarbeiteten Lebensmitteln ja immer mehr begonnen. Und das ist ja nicht mehr zu vergleichen, die letzten Generationen. Ich meine, es werden ja kaum noch in meinen Augen gesunde Kinder, beziehungsweise, das klingt jetzt, ich weiß immer nicht, wie ich sagen soll, ohne dass das jetzt arrogant wirkt oder so, weil es für mich ist es keine Vermutung, was ich da jetzt sage. Für mich ist es eine Erfahrung. Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass irgendjemand das einfach so glaubt, sondern ich finde es ja immer schön, einfach nur meine Erfahrung zu teilen, damit man dann selber die Erfahrung machen kann. Ich sag dir dann, wie du es nachvollziehen kannst, aber man muss es eben selber nachvollziehen, weil ansonsten ist es ja immer nur eine Sache. Das bleibt eine nette Geschichte, das ist eine Unterhaltung für jemanden, der vielleicht zuschaut. Genauso wie eine Studie, man weiß nicht, ob es so ist, wenn man es nicht erfahren hat. Ich weiß nicht, wie eine Orange schmeckt, so wenn ich nicht reingebissen habe. Und wenn ich den Körper eben reinige und diesen Weg gehe und auch mal diese Hintergründe verstanden habe, dass Entgiftung bedeutet, unser Körper hat jetzt über Generationen Toxine angesammelt, und die sind eingelagert im Gewebe, im Körper einfach. Das sind Disharmonien. Und wenn man jetzt anfängt, den Körper zu reinigen, dann wird der Körper auch wieder harmonischer und es geht alles raus und man spürt auch den Körper immer mehr. Also das ist eben auch was. Es treten dann, Krankheit ist in dem Sinne nur Entgiftung, also jede Krankheit ist Entgiftung. Das heißt, die Frage ist halt nur, bin ich jetzt krank, entgifte ich jetzt, weil mein Körper gerade irgendwas Altes ausscheidet, oder bin ich jetzt krank und entgifte und scheide irgendwelche Toxine aus,
weil mein Körper ständig zu viel neue Toxine zu sich nimmt? Das ist dann eben die Frage. Und ja, da merkt man eben dann einen Unterschied. Wenn man sich langsam Schritt für Schritt reinigt, merkt man, wie auch immer mehr Erinnerungen hochkommen. Der Körper, die Symmetrie verändert sich komplett. Und du merkst, ob der Körper wieder im Gleichgewicht ist. Der Schlaf reduziert sich dann komplett auf Dauer. Also ein paar Stunden Schlaf reichen normalerweise am Tag auf Dauer. Also da gibt es Leute, die 30 Jahre 2-3 Stunden am Tag schlafen und fit sind, aktiv, 7 Tage in der Woche, komplett. Ja. Nee, gebe ich dir also grundsätzlich, dass wenn man jetzt irgendwas macht, sich dann besser fühlt, klar. Nur bei mir ist es dann eben auch eine andere Begründung. Also bei mir ist es dann zum Beispiel so, wenn jetzt jemand Wasserfasten macht oder was für eine Woche, und meint, er würde damit entgiften. Es gibt natürlich gewisse Giftstoffe, die sich auch im Fettgewebe und so einlagern, ganz klar. Und wenn du dich jetzt entsprechend nur mit Wasserfasten oder ähnliches ernährst, nimmst du natürlich ab, dein Fettgewebe wird freigesetzt, verarbeitet und damit natürlich auch gewisse Stoffe, ganz klar. Aber viele Effekte, die dann auftreten, wo die Leute sagen, oh, ich habe jetzt Kopfschmerzen oder sowas am Anfang, jetzt die ersten 2-3 Tage, das ist eigentlich auch mit ganz normalen Sachen dann zu erklären. Das wird dann meistens als Entgiftungserscheinung beschrieben, obwohl es einfach nur eben der Kohlenhydratentzug ist, der Übergang in die Ketose zum Beispiel oder generell eben das Schlappheitsgefühl. Und dann hast du meistens so nach 5, 6, 7 Tagen eben genau das, was du dann eben auch gerade beschrieben hast. Dieses Hoch, dass du weniger schlafen musst. Du fühlst dich auf einmal richtig gut. Was natürlich an vielen Faktoren da liegt. Du hast erstmal abgenommen, du schleppst weniger Gewicht mit dir rum quasi. Dein Körper arbeitet jetzt richtig gut mit der eigenen Energiequelle, mit dem Fett. Du hast nicht mehr die Blutzuckerschwankungen, du hast Ketonkörper im Kopf. Und du hast wirklich, und das kann man bei der ketogenen Ernährung ja dann auch nachvollziehen, wenn man sich auch nicht entgiftet, dass man eben genau die gleichen Effekte hat. Und dann ist es für mich eben so die Frage, was ist jetzt wirklich Entgiftung, Detox? Muss ich das überhaupt machen? Oder kann ich die Effekte nicht dann auch einfach eben erreichen, weil sie genauso bei der ketogenen Ernährung, bei einer Diät oder sonst was entsprechend auftreten? Und da finde ich dann eben auch immer diese Verkaufsmaschen dahinter. Du musst meinen speziellen Detox-Tee jetzt kaufen oder du musst meine bestimmte Kur machen. Obwohl es im Prinzip alles genau das Gleiche ist. Ob ich jetzt Intervallfasten mache in verschiedenen Varianten, ob ich jetzt 2-3 Tage mal faste und solche Dinge. Es ist im Prinzip das Gleiche dahinter. Du haust, oder der Körper beginnt mit der Autophagie zum Beispiel, also räumt selber auf, ne, was natürlich auch ein großer Punkt ist. Du bist natürlich deutlich leichter, entspannter. Du hast auch in der Situation etwas, an das du dich halten kannst. Du hast endlich einen roten Faden zum Beispiel. Du lebst nicht nur mehr in den Tag rein, sondern hast jetzt irgendwas, was dich irgendwie wieder nach vorne bringt, du glaubst daran und so weiter. Das sind also Einflussfaktoren, wo ich dann sage, Entgiftung, es muss nicht an den Giften liegen, sondern es liegt einfach nur daran, was du gemacht hast. So sehe ich das eben auch. Ja, aber ich finde, ja, man kann ja trotzdem auf lange Sicht sehen, also bei mir ist zum Beispiel, ich esse da gar nicht großartig, ich gehe da auch nicht mehr mit so einer Glaubenssache ran, weil das ist ja auch was, wo sich dann immer mehr entwickelt, diese Differenzierung zwischen deinem Verstand und dem Körper, weil das ist eben auch was, wo viele dann schreiben, wo dann solche Glaubenssätze aufgebaut wird, da gehe ich nämlich völlig mit dir, das ist oft placebo-mäßig einfach nur, dann schreiben Leute, oh, jetzt kriege ich Heulkrämpfe, weil ich Hafer gegessen habe und es verschleimt oder sowas. Und dann sage ich, ey, du brauchst keine Heulkrämpfe deswegen zu bekommen. Vielleicht funktioniert deine Verdauung nicht ganz optimal oder so, aber Heulkrämpfe bekommst du mit Sicherheit nicht von schlechtem Essen. So, das ist dann eine schlechte Psyche. Und ja, da gehe ich auch total mit dir. Aber man merkt, was ich eben über die Zeit jetzt gemerkt habe, und es ist wirklich ein jahrelanger Prozess, weil ich habe das jetzt seit, im Grunde hat es bei mir mit der Entgiftung begonnen vor, ja, mit 15, wo ich vegetarisch mich erst ernährt habe und dann mit 19 pflanzlich. Und dann habe ich gemerkt, wie einfach beim Sport mehr ging, ne, die Regenerationszeit war einfach kürzer
Und dann habe ich aber erst begonnen, mich einfach vollwertiger zu ernähren, weil am Anfang war vegan bei mir zum Beispiel, das waren nur ethische Gründe, ne? Da hatte ich nichts mit Gesundheit am Hut. Das ist mir dann einfach nur aufgefallen. Ich war eigentlich als Jugendlicher, du bist ja immer recht fit, der Körper steckt sowieso noch alles weg, ne? Isst ja jeden Müll. Ja, klar. Und dann habe ich aber das erste Mal gemerkt, hey, selbst bei mir als junger Kerl, so, der irgendwie eigentlich fit ist, immer Sport gemacht jeden Tag, ja, es funktioniert mehr. Und ich habe eh mal Lust gehabt, mich immer mehr zu bewegen. Und dann beim Fußball habe ich vor allem gemerkt, ne, einen Muskelkater, den ich sonst irgendwie 2, 3 Tage rumgeschleppt habe und diese Übersäuerung in den Muskeln gespürt habe, das ging halt wieder nach einem Tag oder 2 maximal dann weg. Und es war viel angenehmer und ging schneller. Und da habe ich dann erst begonnen, mich vollwertiger zu ernähren. Also da konnte ich das dann sehen, obwohl ich auch solche ganzen Ersatzprodukte gegessen habe, die ich auch nicht für gesund halte. Aber ja. Genau, also bei mir war es ja, also ich habe ähnliche Erfahrungen wie du gemacht, nur mit ganz anderen Sachen quasi, Ja. weil ich habe damals einen Leistungstest gemacht auf dem Laufband und habe mich dann auch mal nur einen kompletten Monat oder 2, 3 Wochen nur vom Fleisch ernährt quasi, sonst nichts Ja. anderes. Und ich war dann auf dem Laufband, ich war erstmal 3 Kilo leichter und ich habe auf dem Laufband, da habe ich einfach mal so 20% mehr Leistung gehabt und das war eben dann auch wirklich richtig geprüft. Also es ging ja nach einem bestimmten Schema dann auch Ja. ab. Und ich habe Zeiten gelaufen, Bestzeiten gelaufen, überall. Aber jetzt auch ohne, dass ich Detox gemacht habe, sondern nur, weil ich mich eben bewusst mit meiner Ernährung eben auch auseinandergesetzt habe, bewusst einem roten Faden gefolgt bin und natürlich alles besser gemacht habe, als ich davor gemacht habe. Ja, Ja. also ich habe vorher dann wahrscheinlich einfach nur Blödsinn gegessen, Süßigkeiten, Schokolade und Ja. sonst was. Habe dann eben umgestellt und das führt, so wie du jetzt auch sagst, führt in beiden Fällen zu einer besseren Regeneration, weil du eben deinem Körper eben auch deutlich mehr Nährstoffe zur Verfügung stellst. Deine Glykogenspeicher sind nicht die ganze Zeit so prall gefüllt, dass es eben auf die Muskulatur. Also ich glaube auch viele Dinge, die die Leute dann da draußen eben dem Detox oder der veganen Ernährung jetzt zuschreiben oder auch der ketogenen Ernährung, was auch immer, dass das eben auch wissenschaftliche Mechanismen sind in der Muskulatur, die die Leute aber auch nicht wissen oder nicht begreifen oder ähnliches. Was passiert jetzt wirklich im Körper? Sondern sie spüren nur, mir geht's besser. Okay, aber warum jetzt genau zum Beispiel, ne? Und das sind dann eben Sachen, die sie dann vielleicht nicht verstehen, einordnen können, was dann in vielen Fällen eben auch zu so einer Art Glauben dann eben auch überschlägt, ne? Weil sie jetzt denken, okay, ich habe die Ernährung so umgestellt, das ist jetzt das einzig Wahre. Ja, da denke ich eben auch, das ist viel tiefgreifender. Und na klar, wenn man eben auf eine natürlichere Richtung geht, egal in welche Richtung das geht, wenn man diese ganzen verarbeiteten Sachen weglässt, dann ist der Körper erstmal entlastet und funktioniert besser. Aber was ich dann auch, bei mir kamen dann auch tiefe Reinigungsprozesse, wo ich auch mich phasenweise halt schlapp gefühlt habe, wo ich aber auch direkt gemerkt habe, wie es eine Entlastung war. Wie man ja oft auch nach einer Krankheit ja merkt, wie es danach eine Entlastung ist. Und ich denke halt, dass, beziehungsweise für mich, ich habe es halt erfahren, dass für mich das so abläuft, wenn man, ja, wenn man erstmal in einen besseren Zustand den Körper entlastet, so, dann ist er am Anfang entlastet, fühlt sich besser, alles funktioniert besser eine Weile. Aber wenn man dann weitergeht und immer mehr Energie freisetzt und dann noch einen Schritt ge besser geht, es geht eben dann wirklich noch weitaus besser und dann holt der Körper erst diese ganzen alten Sachen raus. Erst wenn man dann, und dann fühlt man sich aber eigentlich auch erstmal schlecht und kann auch, das ist ähnlich wie eine Krankheit, weil dann diese alten Sachen ausgeschieden werden. Also ich bin da wirklich zeitweise durch Sachen durchgegangen, wo ich auch solche Sachen hatte wie Blut im Stuhl und so weiter. Ich war da zum Beispiel wo in Thailand mal, da war ich einen Monat komplett nur flach gelegen und habe aber gemerkt, wie sich das regeneriert. Das hat sich für mich nicht schlecht angefühlt und danach habe ich auch gemerkt, wie der Körper jetzt besser funktioniert. Und deswegen habe ich es auch zugelassen und habe da nicht mit irgendwas anderem gearbeitet und habe alles genauso gemacht wie vorher. Und es haben sich eben auch, ich meine, ich wurde zum Beispiel nur mit einer Niere geboren, ne? Und sowas habe ich dann
da gespürt, wie dieser Kanal einfach wieder, das wurde wieder frei, das hat sich wie wieder durchspült angefühlt. Und dann hatte ich auch sowas wie, dass die Beine dann angeschwollen sind, ne? Niere hängt ja dann auch mit dem Wasser-Salzhaushalt zusammen. Dann sind die Hände und Füße total angeschwollen. Ich wusste nicht, ja, was ich erstmal machen soll. Ich habe einfach nur abgewartet, habe ein paar Einläufe gemacht, habe das ein bisschen, ja, habe probiert, das irgendwie ein bisschen zu entlasten, bin in die Sauna jeden Tag. Aber gleichzeitig kamen dann auch immer wieder mehr Erinnerungen hoch, weil das ist eben für mich auch was, wo man das, finde ich, ganz gut dann über die Jahre dran erkennen konnte, weil bei mir war es jetzt so, einmal wurde der Körper über die Jahre, über die letzten 10 Jahre wurde bei mir der Körper immer flexibler. Ja, teilweise auch, wenn ich nicht gedehnt habe, alles wurde wieder weicher und elastischer und ich finde, das ist ja auch was, was man in der Natur sehen kann. Bei einem Baby zum Beispiel, das ist ja ganz weich, es ist wasserhaltig. Und es ist flexibel, fit, wie die jungen Triebe bei einem Baum. Die sind, ja, die sind ganz elastisch, weich und flexibel. Und alles, was alt ist und krank wird, das wird ja starr, trocknet aus, wie so ein altes Geäst. Und so brechen ja auch die Knochen bei Osteoporose, wie so ein, ja, ausgetrockneter Knochen, der halt, ja, das ist ja einfach nur, der Körper wird immer dehydrierter. Und das habe ich eben auch gemerkt. Ich wurde immer flexibler jetzt wieder. Und genauso kamen immer mehr Erinnerungen auch hoch, weil ich denke, auch oft ist das Essen einfach emotional dann verbunden. Wir essen nicht, um den Körper zu befriedigen, sondern wir essen aus irgendwelchen Gefühlen heraus, die wir unterdrücken. Und auch solche Sachen sind bei mir immer mehr wieder vorgekommen. Und jetzt erinnere ich mich auch wieder an Sachen aus der Kindheit, an die ich mich nie mehr daran erinnert hatte. Ja, und Nee, daran, ja. ja. Also das auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja viele Sachen dabei gemacht. Du hast Sport gemacht, du hast Ja. Ernährung umgestellt, solche Dinge. Und das erlebe ich eben auch mit vielen Leuten. Ein guter Freund von mir hatte eben auch Depressionen, hatte 120, 130 Kilo. Und dann hat er sich eben mal hingesetzt, hat die Ernährung einfach umgestellt, einfach weniger gegessen und so weiter. Ja. Und der war danach auf 80 Kilo und ein völlig anderer Mensch. Ja. Also von den Depressionen war jetzt auch nicht mehr viel zu sehen. Und das ist eben das, was du gerade auch beschreibst. Wenn du halt was änderst, wenn du was machst, dass natürlich auch das Ganze mit den Hormonen zusammenhängt, mit der Psyche dann natürlich auch entsprechend. Und für mich ist es aber so, dass das Ganze eben dann trotzdem alles irgendwie physiologisch in irgendeiner Hinsicht erklärbar ist. Ja? Ja, Gerade auch, definitiv. dass du dich, was weiß ich, flexibler fühlst, besser fühlst, dass du besser regenerieren kannst. Denn alleine dadurch, dass du dann die schlechten Sachen rauslässt, dich mehr bewegst und so, Ja. was weiß ich, dein Testosteronspiegel vielleicht mal ein bisschen höher geht und Schilddrüse besser arbeitet oder was auch immer, dass dadurch natürlich diese extrem guten positiven Effekte dann auch nach vorne treten. Das ist für mich eben alles dann, und deshalb auch auf meinem Kanal immer der Versuch, so diese Sachen zu erklären, ist es irgendwie trotzdem erklärbar, dass man aber keinen Einlauf machen muss oder eine Entgiftung Ja. machen muss, sondern dass es eben mit anderen Mechanismen erklärbar und auch umsetzbar ist, ohne dass man jetzt vielleicht irgendwas tut, was dem Körper auch schaden kann, wenn du, wie gesagt, jetzt auch schon mal Blut im Stuhl hattest und ähnliche Dinge, ne? Ja, aber das sind ja phasenweise, denke ich, auch Reinigungsprozesse, wo das hat sich dabei, ich habe deswegen auch nichts gemacht, das hat sich für mich auch nicht schlecht angefühlt. Ich habe mich danach wesentlich besser gefühlt. Auch in dem Moment war nichts Schlimmes dabei. Das war eigentlich eher eine Phase, wo ich mich sehr viel bewegt habe, sehr einfach gegessen habe. Ich war da jeden Tag in den Bergen wandern in Frankreich letzten Sommer. Und wir sind jeden Tag mindestens 10 Kilometer, einmal sind wir 25 Kilometer mit 1000 Meter Höhenunterschied gegangen und Gepäck teilweise. Und 8 Stunden einfach nur durchgewandert und ich habe mich super gefühlt dabei. Und Aber das muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass du deinem Körper nicht trotzdem Schaden zugefügt hast. Weil guck dir zum Beispiel Marathonläufer an, die dann auf ja. einmal einen Herzinfarkt oder ähnliches bekommen. Die fühlen sich extrem gut, die sind Ja, gut gelaunt am das Start stimmt. und dann nach 20 Kilometern kriegen sie auf einmal einen Herzinfarkt. So Ja. aus heiterem Himmel. Du merkst nicht wirklich, was in deinem Körper dann auch teilweise abgeht. Wenn du jetzt sagst, du machst dann einen Darmeinlauf oder eine Parasitenkur oder was auch immer, Ja. und deine Darmwand wird dann ausgeschieden und angegriffen, das merkst du halt so nicht. Ne? Viele Menschen merken ja auch Ja. nicht, wenn Entzündungen, Polypen oder ähnliches dann eben vorherrschen. Da hast du eben keine Rezeptoren für, außer du guckst jetzt rein. Und natürlich heilt der Körper heilt sich super auch selber, wenn man Ja. ihn denn lässt. Und deshalb ist es auch immer schwierig,
wenn dann Leute sagen, ich habe mich aber super gefühlt während der Kur oder sowas, obwohl es dann eben doch Studien oder Untersuchungen gibt, die dann eben zeigen, okay, das, was du da ablöst, ist vielleicht deine Darmwand oder sowas, ne? Und dann bin ich dann schon ein bisschen vorsichtiger. Du kannst dich zwar gut fühlen, aber in dir drin kann es trotzdem kaputt sein. Ne? So, ja, geht das auch. Das geht natürlich auch. Aber mittlerweile, also bei mir ist es eben so, das ist jetzt auch nur was, das ist jetzt, klar, wenn man jetzt zuschaut, das ist nur eine Behauptung. Ne? Ich spüre mittlerweile genau, was im Körper abläuft. Und ich merke auch sowas, wenn sich was reinigt oder wenn es eben einfach nur was ist, was aus dem Gleichgewicht ist. Weil ich habe am Anfang zum Beispiel auch gemerkt, da habe ich den Körper viel aus dem Gleichgewicht gebracht, weil ich zu viel süße Früchte gegessen habe. Da dachte ich auch, das wäre gut, ne? Habe unzählig viel Früchte, habe aber dann gar kein Grün gegessen oder gar kein Fett. Und habe mich dann wieder besser gefühlt. Jetzt hat sich's eben eingependelt und jetzt ist auch ein Gleichgewicht da. Und wenn ich jetzt zu viel solche süßen Sachen esse, dann merke ich genau sofort, hey, ich möchte wieder, wie gesagt, was Grünes oder mehr Gemüse oder was Fettiges einfach. Und ja, ich spüre... Ja, das sind dann eben die Auswirkungen quasi der Hormone, die dann durch Insulinausstoß und so. Ja. Oder zum Beispiel durch die fermentierbaren Ballaststoffe, Kohlenhydrate, mache ich heute noch ein Video hoch, Foodmaps, hast du vielleicht auch schon mal was von gehört? Dass dein Körper eben damit nicht klarkommt, weil er die Darmbakterien nicht hat. Der Darm ist ja sowieso das zweite Gehirn quasi und hat so einen extrem großen Einfluss auf unseren Körper. Das heißt, wenn du da wirklich Sachen zu dir nimmst, die deine Darmbakterien jetzt nicht ordentlich verarbeiten können, fühlst du dich extrem schnell schlecht oder hast irgendwie Heißhungerattacken oder ähnliche Dinge. Und da muss natürlich, und da kommt natürlich auch das Bewusste ins Spiel, was du dann eben auch gemacht hast, dass die Leute sich auch wirklich hinsetzen, vielleicht mal aufschreiben, was vertrage ich denn, was vertrage ich nicht, und wirklich auch mal mit sich selber so ein bisschen experimentieren, in sich selber so ein bisschen hören und dann eben feststellen, okay, mein Körper möchte mir was in einer bestimmten Richtung sagen, das lasse ich jetzt mal raus. Genau, aber trotzdem ein bisschen vorsichtig dann eben sind, wenn es dann halt in so extreme Dinge gehen, wenn sie dann irgendwie 1.000 Euro für so eine Kur ausgeben sollen oder ähnliches. Ja, oder klar. Versuchen ihren Krebs zu heilen mit einer Fruchtfastenkur oder ähnliches. Es gibt eben auch leider wirklich Studien über solche Sachen, wo dann gezeigt wird, dass diese Alternativmethoden gerade bei Krebsbehandlung eben auch zu deutlich mehr Todesfällen führen am Ende als eine alternative Behandlung. Dass die alternative Behandlung nicht gut ist, eine Chemotherapie, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Ja. Ganz klar, macht vieles kaputt in deinem Körper und Folgeerkrankungen und so. Aber es ist wahrscheinlich, rein wissenschaftlich auch gesehen, ohne jetzt mal die Erfahrung zu nehmen, rein was Statistiken auch betrifft, wahrscheinlich das aktuell bestmögliche Mittel, was wir in irgendeiner Hinsicht haben. Wir können das Ganze unterstützen mit Ernährung zum Beispiel. Würde ich jedem sofort empfehlen, Sport zu machen, Ernährung zu machen, und so weiter, um das zu unterstützen möglichst. Aber jemandem jetzt zu sagen, du hast Krebs, mach nur Saftfasten, das ist dann schon auch eine schwierige Sache. Ne? Ja. Gerade wenn man eben von Erfahrung redet. Also für mich, ja, Krebs wird niemals erzeugt, wenn man einen gesunden Körper hat. Und man merkt schon über Jahrzehnte vorher, wenn... ist jetzt wieder nur so eine Behauptung, ne? Kann man nachvollziehen, wenn man selber die Erfahrung macht und auch den Körper da reinigt und es so ausprobiert. Also ich gebe das auch immer so weiter. Aber was ich immer sage, wenn ich jemanden was eben weitergebe, ich erstmal solche Kuren, ich halte jetzt auch nichts von, ich sage nicht, das ist, du musst es genau so machen. Die Leute wollen ja auch immer irgendeine Anleitung wie mach 37,5 Grad warmes Wasser und damit dann einen Einlauf und dann am nächsten Tag 2 Kaffeebohnen rein. Sowas mache ich eh nicht. Und man sieht ja auch, es gibt genug Leute, da funktioniert es ohne Einläufe. Und das, denke ich, funktioniert auch genauso. Da kann man sich selber entscheiden. Aber das Erste, was ich den Leuten immer mitgebe, ist Eigenverantwortung. Weil wenn du die Eigenverantwortung nicht übernimmst, dann hast du sowieso keine Chance auf Gesundheit. Wenn du zu jemandem hingehst und denkst, der macht dich gesund, dann kannst du es mit der Gesundheit sowieso vergessen. Das ist, ja, für mich... Natürlich, man muss auf jeden Fall einen Mittelweg finden. Man darf jetzt aber auch nicht hergehen und sagen,
du bist jetzt selbst dafür verantwortlich. Du googelst den ganzen Tag, kommst auf irgendwelche komischen Seiten, die dir alle Versprechungen machen. Und nachher stirbst du da dran, weil du eben dann irgendwie doch nicht auf deinen Arzt gehört hast oder ähnliches. Ne? Da gibt es natürlich auch Abwägungen zu treffen. Ja. Es ist schwierig. Es aber ist was der schwierig. Arzt sagt, für mich ist der Ansatz von der Schulmedizin halt schon falsch. Ne? Also der ist definitiv, es ist ja eine Symptombekämpfung. Ich weiß natürlich. Ja. Aber wenn du was hast, bleibt dir in der Hinsicht, wenn jetzt Krebs bei dir festgestellt wird, bleibt dir dann ja relativ wenig anderes auch übrig. Ja. Um den Krebs jetzt vorzubeugen, kann man natürlich auch gucken. So, die Leute, die übergewichtig sind, mehr rauchen, Alkohol trinken und so, das sind tendenziell die Leute, die auch mehr Krebs haben. Dann weiß ich natürlich schon vorher, okay, die Studie ist relativ sehr eindeutig eigentlich, ne? Gerade bei Lungenkrebs und Rauchen. Ja. Dann lasse ich natürlich das Rauchen weg. Ich versuche auf meinen Körper zu achten, versuche nicht übergewichtig zu werden. Und dann habe ich eben eine sehr große Chance, keinen Krebs zu entwickeln. Obwohl ich natürlich auch nicht hundertprozentig davon befallt bin, weil es kann so viele Einflüsse geben. Ne? Dann arbeitest du in einem Stahlwerk, arbeitest du das Zeug ein und so. Ja, aber wenn man jetzt diese ganzen chronischen Krankheiten anschaut, die sind ja selber erzeugt im Körper. Ja, natürlich, klar. Es ist ja was, es ist ja was anderes, ob ich eine Krankheit durch einen Virus bekomme oder sowas, durch einen Infekt, durch einen äußeren Angriff oder selbst erzeugt. Wenn ich eine Krankheit selbst erzeugt, dann habe ich selber was falsch gemacht und definitiv, wenn man richtig lebt, dann ist es zu 100% ausgeschlossen, dass man Krebs bekommt. Das ist jetzt einfach nur eine Behauptung wieder, ne? Das kann man, da stehe ich aber völlig zu, dass es zu 100% ausgeschlossen ist. Das ist nur meine Erfahrung und ich sage jetzt auch nicht dazu extra dann, das soll man eben nicht blind glauben, sondern die Erfahrung kann man machen, wenn man ja den Körper wieder reinigt, beziehungsweise. Also zum Beispiel würde ich da widersprechen, wenn du sagst jetzt 100%, weil es gibt eben auch Fälle, wo einfach eine Viruserkrankung oder Bakterien oder ähnliches. Dann ja, auch dazu führen können, das ist was anderes. Das habe ich ja auch gerade gesagt. Wenn es ein Angriff von außen ist, dann ist es aber auch so, wenn dein Organismus gesund ist und abwehrfähig ist, wenn der in einem optimalen Zustand ist, dann kämpft er einfach ganz schnell dagegen an und heilt es auch viel schneller. Also man steckt sich nicht mehr so schnell an und wenn man sich wo ansteckt, dann kann der Körper das viel besser abwehren. Also das Immunsystem ist einfach viel, viel stärker. Ja. Also bei gewissen Sachen natürlich, bei Grippe oder sowas merke ich das auch. Ich bin jetzt auch seit 5 Jahren oder was ich dann angefangen habe, ich bin wirklich keinen einzigen Tag wirklich krank gewesen oder Fieber oder ähnliches. Ja, genau. Das habe ich auch alles direkt notiert. Und es gibt aber trotzdem natürlich immer Fälle, was weiß ich, wenn du jetzt HIV anguckst oder Herpesvirus oder ähnliches, wo du dich auch mit dem allerbesten Immunsystem überhaupt nicht gegen schützen kannst. Deshalb 100% ist für mich immer eine sehr, sehr schwierige Sache. Aber du hast recht. Ja, aber jetzt bei sowas wie Krebs. Ja. Also da kann man sehr viel mit der Ernährung und den Lebensumständen definitiv machen. Ja, weil ich finde eben, es werden oft halt diese falschen Annahmen gemacht, dass da irgendwie ein böser Mann sitzt und der verteilt dann, wie er Lust hat, halt Krankheiten. Und das ist aus meiner Erfahrung heraus definitiv nicht so. Nur weil wir die Ursachen noch nicht so rausgefunden haben oder in der Mainstream-Wissenschaft oder egal wo, wenn die noch nicht so rausgefunden werden, dann ist es trotzdem so. Ich meine, früher, ne, Strom hat man auch nicht gesehen, aber dann langst du irgendwo an eine Leitung und dann bist du halt tot. Ja, man muss, glaube ich, zu viele Dinge dabei auch berücksichtigen. Wenn wir uns Naturvölker angucken oder so und sagen, die kriegen keinen Krebs zum Beispiel, ja gut, aber die haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 40 Jahren. Das heißt, wenn wir jetzt Krebs auch sehen als eine Alterserkrankung, dass da irgendwas nicht mehr richtig funktioniert, dann kann man das auch nicht mehr übertragen und sich so ernähren oder so ernähren. Ich finde, für sowas gehört einfach so viel an Lebensumständen, Ernährung und so weiter noch dazu, um wirklich alles Mögliche auszuschließen, dass man sich am Ende aber auch fragen muss, ist es die Sache wert? Weißt du? Ist es die Sache wert, dass du dich dein Leben lang irgendwie geißelst, irgendwas Bestimmtes machst, jeden Tag einen Einlauf machst oder was auch immer? Ja.
dass du dann eben völlig verrückt auch wirst im Kopf und nicht sagst, so, jetzt trinke ich am Wochenende mit meinen Freunden mal ein Glas Bier oder sonst was, auch wenn ich dadurch vielleicht 5 Jahre weniger lebe oder so. Das finde ich nämlich auch dann eine Sache, wo man, ja, wo man vielleicht ein bisschen ja. sagen muss, okay, das den größten Teil, 80%, 90% mache ich richtig, aber ich habe dann immer noch irgendwie ein paar Sachen, die ich dann eben, wie bei mir zum Beispiel, dass ich dann eben auch Salami esse oder so, oder verarbeitete Produkte. Mhm. Ja. Ja, da gehe ich echt auch absolut mit dir, weil bei vielen gerät es dann in eine psychische Sache rein und das ist auch das, was ich immer zu vermeiden versuche, weil immer wenn jemand kommt und dann sagt, weil viele ja geraten halt in diese Muster und sagen dann, oh, jetzt muss ich das unbedingt, da muss ich das 100% durchziehen, egal in welche Richtung, sonst bin ich irgendwie schlecht und machen sich selber psychisch so fertig und das macht ja den Körper noch viel mehr kaputt, diese Anspannung. Genau. Ja. Wenn man sich anguckt, irgendwelche Mönche oder so, die ja. irgendwie monoton ihr Leben lang bis zum Tod eine genau. Sache machen, ja, die sitzen auf ihrem Teppich den ganzen ja. Tag 23 Stunden, machen irgendwie eine Sache ja. und sehen darin die Erfüllung ihres Lebens, fühlen sich oder sagen, ich fühle mich geistig irgendwie toll damit, dann sage ich, das ist es mir aber nicht wert. Ja. Dann so viele Sachen im Leben, die es zu entdecken gilt, so viele Länder, die man bereisen kann und so, oder Nahrungsmittel oder was auch immer dann zu nehmen, ist es mir dann nicht wert, eben ja, so zu leben, wie die Gurus das dann eben behaupten. Ne? Ja. Ja, ich finde da, ja, gehe ich total mit dir, da muss man wirklich einfach abwägen, was man integrieren möchte, was für einen umsetzbar ist und womit man sich gut fühlt. Wir leben halt nicht mal in der perfekten Welt und man ist ständig eben unnatürlichen Sachen ausgesetzt und dementsprechend muss man sich da natürlich anpassen. Und ich finde auch diese geistige und psychische Entwicklung dabei viel wichtiger. Ja, und dann finde ich, kann man auch erst gesund was ausprobieren, weil wenn man nicht diesen geistigen, klaren Blick hat von der Psyche her, dann ist es wie wenn du halt durch eine kaputte Brille schaust. Ne? Du kannst noch so klar irgendwie die Wahrheit vor dir stehen haben, aber du erkennst es nicht, weil deine Sicht verzerrt ist. Und dementsprechend, finde ich, muss man erstmal ja, eine psychische Stabilität auch entwickeln. Und wenn man was ausprobiert, da wirklich zu differenzieren lernen, was ist der Körper, was rede ich mir da ein? Und ja, diese klare ja, Trennung kann man dann auch immer mehr wahrnehmen. Ja. Und ich finde auch so eine gewisse Objektivität ist auch, also mal aus seinem Körper rauszugehen, von oben drauf zu gucken quasi. Ja, genau. Macht das Sinn, was ich gerade mache? Ist das wirklich das, womit ich Spaß habe? Wie sieht es vielleicht sonst aus mit irgendwelchen Parametern in meinem Leben? Ja. Bin ich auf der Arbeit jetzt auf einmal schlechter? Kann ich schlechter schlafen? Das ja. objektiv zu betrachten ist für viele, glaube ich, auch ein Problem, dass sie dann vieles so subjektiv einfach nehmen und sagen, jo, ich bin jetzt Veganer, ich habe mein Leben gefunden quasi, ich ja. bin jetzt zugehörig zu einer Gruppe oder ähnliches und ja, alles darüber oder alles, was dann Einschränkungen damit sich bringt, ja, da geht es mir schlecht damit dann halt, ja. Stress oder sonst was und ja. das ist eben auch so eine Gefahr, wo man sagen muss, das ist zwar toll, wenn ich dann eine ursprüngliche Ernährung habe oder ähnliches, aber es ist dann eben nicht, was ich am Anfang ja schon sagte, das Zielgerichtete, was ist mein Ziel, ja. was möchte ich eigentlich und das ist eben wichtig. Ne? Ja. Ja, das fände ich auch so ein bisschen mehr so ins ja, gegen Ende mal so zu kommen, noch so ein, wollte ich mal noch fragen, wie es dann bei dir eben ausschaut jetzt über die letzten Jahre, weil das ist eben auch ein Punkt, weil wir es ja gerade gesagt haben mit der Psyche, bei mir hat sich jetzt auch immer mehr diese ja, Klarheit ausgebildet und auch immer mehr die Ängste sind eben auch verschwunden, was eben für mich auch ein Indiz ist und ein Anzeichen, dass es eine gute Entwicklung ist und man da weiter ansetzen kann. Ich hatte zum Beispiel früher in der Schule, ich habe mich, irgendwann ist das hat sich eben so aufgestaut, ne, über die Jahre und irgendwann, ich habe mich nicht mal mehr getraut, mich zu melden, ich habe mich nicht getraut, jemanden nach der Uhrzeit zu fragen und solche Sachen, so total verängstigt, verschüchtert und dementsprechend diese Angstzustände, ich kann sagen, jetzt in den ersten Jahren ist immer wieder noch viel hochgekommen, aber jetzt mittlerweile, im letzten halben Jahr, ja, kaum noch irgendwelche Irritationen. Wenn ich jetzt so ein 24-Stunden-Segment von meinem Leben immer rausnehme, es ist wieder, ja, komplett angstfrei, komplett,
Ja, ausgelassen. Es ist einfach wieder diese Freude da und diese Energie dahinter, so was zu wissen, was zu erfahren, was zu entdecken. Und alles ist wieder, man schaut die Welt wieder mehr wie ein Wunder an und nicht mehr dieses, ne, warum bin ich überhaupt auf dieser Welt, sondern du kommst halt wieder dahin, die Dinge mit einem Blick des Wunderns zu sehen. Und wie das bei dir Ja, das, jetzt ist, so in den also letzten Jahren. bei mir ist es in vielen Sachen ähnlich. Es ist einfach ein Lernprozess, den du auch mit der Zeit, mit der Erfahrung dann auch machst. Also wo ich jetzt damals mein Praktikum gemacht habe auf Mallorca oder so, Ja. dann hast du auf einmal eine komplette Lebenseinstellung geändert vielleicht, dass du halt sagst, ey, das ist ja doch richtig geil zu reisen und so, die ganze Zeit zu Hause, das hat mir doch nicht gefallen, was ich vorher gemacht habe, wo war ich denn da eigentlich drin? Oder nehmen wir ganz einfache Beispiele. Du lernst sehr viel, wenn du jetzt vor der Kamera zum Beispiel sprichst. Ja. Deine ersten Videos, die hören sich, Ja. wenn du die heute angucken würdest, wahrscheinlich bei mir auch, ne? Da Ja. denkst du dir, was habe ich denn da gemacht? Du hast ein völlig anderes Selbstbewusstsein jetzt, wenn du vor der Kamera bist. Sowas sind alles Punkte. Du gehst mit Menschen völlig anders um dann und solche Sachen. Ja. Und das sind eben so Entwicklungen, die man halt mit der Zeit macht, wo natürlich dann auch, was weiß ich, eine Ernährung oder so, in der Hinsicht dabei helfen kann, dass man jetzt endlich mal einen roten Faden hat um Sachen, die man sich kümmern kann. Man kümmert sich um sich selber, um sein Essen, um sein Leben und seine Gesundheit oder was auch immer, Ja. was einem dann eben nochmal so ein bisschen einen Schub mitgibt. Und genau, aber ich persönlich bin halt nicht der Meinung, dass sowas nur zurückzuführen ist auf irgendwelche Entgiftungen oder sowas, ne? Sondern dass es so ein generelles Paket wieder ist, was dann damit einhergeht, dass du dich auch psychisch deutlich besser fühlst. Und das ist, generell ist das eine super Sache, ne? Wenn die Leute sich damit gut fühlen und alles in Ordnung ist, Ja. dann möchte ich auch niemandem was absprechen. Ne? Also da werde ich auch niemandem sagen, du musst dich jetzt aber doch so oder so ernähren, Ja, schon. wenn du dich gut fühlst. Ja. Ja. Ja, das sind doch ganz schöne abschließende Worte, oder? Ja. Ich Ja, auf jeden Fall. genau. Weiß nicht, ob du noch zum Ende, ja, noch was hinzugeben möchtest, beziehungsweise auch jetzt an alle, die zuschauen, wenn ihr noch Fragen habt. Du hast ja auch gesagt vorher, du bist gern nochmal offen da, nochmal über einzelne Themen, eventuell nochmal ein Interview zu machen, vielleicht auch auf deinem Kanal, je nachdem, wie man das dann, ja, handhabt oder ob ihr Genau, also auch. ich denke mal, die Leute haben jetzt irgendwie so eine gewisse Grundlage von uns beiden vielleicht Ja. mitbekommen. Und da kann man ja jetzt spezifische Themen vielleicht nochmal besprechen, vielleicht auch mit mehreren Leuten, wie auch immer. Und ich denke, dass die Leute einfach mal vielleicht in den Kommentaren schreiben können, ob sie sich was wünschen, ob überhaupt, ne, ob die das interessiert, welche Themen vielleicht, dass man mal Ja. um spezifische Themen dann eben genauer spricht, also sich Darmreinigung oder ähnliches. Und dann einfach mal guckt, ne, was steckt da vielleicht hinter oder was nicht Ja. oder wie. Ja, so würde ich das sehen. Auf jeden Fall Genau. extrem interessant. Dann, und ich denke mal, dass viele Sachen von uns, die wir so auch erfahren und so weiter, dass die ähnlich sind, Ja. ja, und auf einer, also für mich zumindest auf einer ähnlichen Grundlage auch beruhen. Und dass man eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt ist, wie man manchmal vielleicht auch meint. Ja, das denke ich nämlich auch und fand ich auch sehr schön. Und ich glaube auch, es geht in eine ähnliche Richtung. Erstmal zur Natürlichkeit eben und dann, ja, aus meiner Sicht eben dann noch ein bisschen weiter sogar, dass man eben, ja, da noch mehr machen kann. Und ja, finde ich schön. Ja, ich fand es auch super, dass du dir die Zeit genommen hast, da so offen zu reden. Und das, ja, das weiß ich auch echt zu schätzen, diese offene Art bei dir, dass es eben immer um die Sache geht. Und ja, das vermisse ich nämlich oft bei vielen. Das finde ich auch schön, dass das sich wieder mehr entwickelt. Und da wirklich mehr dieses gemeinsame Arbeiten. An was? Ich meine, im Grunde geht es uns ja um das Gleiche, ne? Und viele stellen nur noch Fragen, um jemanden irgendwie bloßzustellen. Aber ja, so kommt es mir bei dir nie rüber eigentlich, sondern dass es eben mehr eine, ja, ein Hinterfragen ist, ein wirklich offenes Hinterfragen zu schauen, hey, was, ja, was. Also das ist ein Genau. gutes Beispiel für meine Entwicklung auch. Ja, ich habe die Ja. ersten Videos und so, die ich gemacht habe, oder auch vor einem Jahr noch oder so, die waren auch teilweise extrem aggressiv, aber aus solchen Sachen lerne ich dann eben auch, Ja. dass es dann auch keinen Sinn macht, ne? Und deshalb Genau. ist das jetzt mit dir eben auch ein völlig anderes Gespräch als mit anderen Leuten, Ja. oder Videos, die ich gemacht habe oder ähnliches. Die Videos ändern sich mit der Zeit, weil man eben daraus lernt. Und das ist einfach eine super Sache, wenn man dann eben auch eine Entwicklung verfolgen kann und so, ne? Ja, genau.
Ja, super. Und dann, ja, schauen wir einfach mal, wo wir es ausstrahlen. Vielleicht stellen wir es ja auch auf beiden Kanälen online, genau. Ja, das können wir fürs Und erste Mal am besten machen, glaube ich. genau. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dir, wie gesagt, vielen Dank. Und dann schauen wir mal, ob wir uns dann widersprechen und was eure Fragen sind. Wie gesagt, kommentiert einfach unten drunter. Und ansonsten macht's gut und schönen Tag. Ciao. Genau, tschüss.